Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und ich bin, wenig überraschend, nicht im Büro, sondern auf der E-World. Es ist schon relativ spät am zweiten Tag, am Mittwoch. Meine Termine sind soweit durch. Hier im Hintergrund seht ihr gerade ein Forum. Ja, und nicht nur meine Termine waren durch, auch meine Stimme war ganz schön durch nach diesem einen Tag auf der E-World, denn sie war wieder richtig voll und man musste sich in den vollen Hallen fast schon anschreien, um noch gut miteinander klarzukommen. Und das ist schon eine spannende Entwicklung, weil im letzten Jahr, da lief ja noch die Pandemie auf Hochtouren geradezu, war die E-World ja mehr so das Klassentreffen der Branche geworden. Aber dieses Mal war sie wieder genauso groß, könnte man sagen, wie in den Jahren vor der Pandemie. Das haben die Veranstalter auch kurz vorher angekündigt. Man hat es ja fast nicht geglaubt. Auf jeden Fall war die Branche wieder da und die E-World ist wieder der Primus unter den Veranstaltungen im Jahr, ganz klar. Ich habe auf der E-World selbst jede Menge spannende Gespräche geführt. Ich hatte ein paar feste Termine, deswegen bin ich auch hingefahren. Aber was super interessant für mich natürlich war, als ich so über die Hallen und über die Messe gelaufen bin, wurde immer mal angesprochen, ne? Da sprang jemand aus dem Stand hervor und sagte, hey, bist du nicht der Carsten von YouTube? Und natürlich bin ich der Carsten von YouTube. Und einige von euch kannte ich ja sogar selbst, ne? Weil eure Namen sind mir natürlich auch hier und da schon über Jahre hinweg bekannt. Von daher war das super spannend. Macht das auf jeden Fall auch weiterhin bei den nächsten E-Worlds. Apropos nächsten E-Worlds, die nächste ist nun wieder im Februar, wie in den vergangenen Jahren. Es war zwar durchaus spannend, jetzt in den etwas wärmeren Monaten das Ganze zu veranstalten, aber viele, gerade Vertriebler, haben so das Feedback gegeben, dass es so kurz vor der Sommerpause schwierig ist, so die ganzen vertrieblichen Nachhaltungen zu machen. Und dementsprechend ist der Februartermin mit dem gesamten laufenden Jahr, ne, E-World so als Eröffnung des Jahres, besser geeignet für die vielen Zwecke, die man so macht. Wie ihr gesehen habt, waren die großen und kleinen Namen natürlich auch wieder unterwegs. Ihr habt SAP und PowerCloud zum Beispiel gesehen als die großen Systemanbieter, aber auch die richtig großen Energieunternehmen haben wieder hunderte Quadratmeter gefühlt zumindest an Messestand da aufgestellt und das ist wirklich nicht günstig. Ich habe in der Vergangenheit in meinem alten Shop zum Beispiel auch den Messeauftritt auf der E-World organisiert und auch einmal für mich als Startup und das war schon nicht günstig für sehr kleine Stände, aber für die richtig großen, dann ist das natürlich wirklich spannend, wie viel Geld da wohl ausgegeben wird. Natürlich lohnt es sich trotzdem, weil was man auf jeden Fall sagen kann auf dieser E-World, es werden so viele, viele, viele Gespräche geführt. Und mit der WAGO veranstalte ich in diesem Jahr auch noch zwei weitere tolle Events oder bin zumindest bei Veranstaltungen der WAGO mit dabei. Unter anderem bei der WAGO Energiewerkstatt. Das wird der nächste Roadmovie kurz nach diesem hier sein. Also da werdet ihr dann einige spannende Sachen noch sehen können. Und dann bin ich zum Beispiel auf deren Smart Grid Fachtagung und rede auch da nochmal ein bisschen über so Digitalisierungsthemen und die WAGO Energiewerkstatt, die ich schon seit einiger Zeit jetzt mit unterstütze. Aber auf der E-World jedenfalls haben wir echt gesehen, da ist wieder richtig was los und ich kann euch nur empfehlen, euch für das nächste Jahr vorzunehmen, da auch wieder mit hinzufahren. Es ist wirklich spannend und wieder richtig groß und es lohnt sich. Und dieser eine Tag für mich, der hat absolut nicht ausgereicht. Ich muss das nächste Mal, glaube ich, wieder mindestens 2 bis 3 Tage hinfahren. Mein einziges Manko mit der E-World war das Finden des Parkplatzes am zweiten Tag früh. Ich musste dann doch eine Weile herumsuchen, aber auch das kann man, zumindest wenn man Aussteller ist, auch anders lösen. Da kann man sich vorher ein Parkticket suchen oder naja, je nachdem, wie man das dann macht. Ich kann nur empfehlen, reist praktisch die letzten Meter mit der U-Bahn an. Die Haltestelle ist direkt nebenan und parkt euer Auto ganz woanders. Das ist auf jeden Fall effizienter, als da ewig rumzugurken und dann nochmal durch die halbe Stadt gefühlt laufen zu müssen. Ansonsten war die E-World wirklich eine große Freude. Ich habe viele tolle Gespräche geführt. Unter anderem am PowerCloud-Stand habe ich eben auch
Am Nachmittag gesprochen mit dem Falk zusammen über TeachMe Pro. Das ist die E-Learning-Lösung für das Power Cloud-System. Da habe ich ein bisschen mitgewirkt und da werden wir sicherlich auch hier auf dem Kanal in Zukunft noch mal ein bisschen weiter drüber sprechen. Also bleibt mal dran und schaut euch auf jeden Fall an, wie das mit der E-Word im nächsten Jahr ist, im Februar 2024, ob ihr da teilnehmen könnt. Ich kann es nur empfehlen, es war wirklich richtig spannend. Okay, dann wie immer bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert. Punkt.